damit hier mal ein bisschen frische Luft reinkommt. Ja, sau nett. Es regnet in dein Bett. Toll. Ich schlafe in deinem Bett heute Nacht, das weißt du aber. Hä, nein, nichts ist mit meinem Bett. Ja. Nein, du kannst hier auf dem Stuhl schlafen. Ja, auf dem Stuhl. Hier, also hier schlafe ich, hier in dem pinken Bett, hier drüben. Hä, das passt überhaupt nicht zu dir. Wie jetzt? Der Pink ist meine Farbe. Ja, aber also, das ist jetzt einfach diskriminierend. Hä, was? Was ist das denn? Ja. Gesundheit. Ja. Okay, easy. Ich weiß, wir haben die letzten Tage relativ viel nichts getan. Wie wäre es, wenn wir einmal nochmal die Tiere füttern und so? Die Familie ist ja gerade nicht da. Was tust du? Viel Spaß. Du gräbst dich ein? Ja. Mhm. Nein, gib mir meine Erde wieder! Ronja, nee. Gib mir meine Erde wieder! Ronja, gib mir meine Erde wieder! Nein, vergiss es. Was sollen wir denn jetzt machen? Ja, wir haben lange nicht mehr gearbeitet, ha? Ja, wieso arbeiten? Wir sind minderjährig, wir brauchen nicht arbeiten. Ja, aber was, wenn die Tiere einfach verhungern? Oh. Das wäre ja nicht so gut, ne? Ja. Also ich würde jetzt auch nicht sonst Film machen. Also ich würde einfach die Tiere füttern, ganz ehrlich. Ansonsten, das kann ich schön selber machen hier mit Weizen mähen oder... Vielleicht können wir ja ein bisschen Tierfutter abstauben und auch was zu essen kriegen. Oh, das wäre gut. Du isst das Kuhfutter. Ich will nicht das Kuhfutter. Ich esse das Schweinefutter. Da gibt es immer Karotten, die sind lecker. Seit wann das denn? Du hast immer gepöbelt, dass du die Karotten nicht magst. Doch, ich liebe Karotten. Naja, aber nicht so gut wie Kuchen und so, klar. Ja. Guck mal, das ist noch ein kleines Schwein. Aber das frisst schon nur Gras. Das heißt, die müssen wir schon mal gar nicht füttern. Die haben ja auch noch Karotten. Stimmt, die haben noch Karotten. Jetzt nicht mehr. Nein, ich habe sie wieder angepflanzt. Schlechtester Farbenmitarbeiter der Welt. Klaut den Schwein jetzt. Tschüss. Wollen wir die Pferde füttern gehen? Aha. Wir können auch mal Verstecken im Maislabyrinth spielen. Warte mal, seit wann haben wir ein Maislabyrinth? Haben wir schon immer. Ehrlich? Ja. Ich sehe gar nichts. Wo bist du? Ich kann dich halt auch nicht sehen. Ah, ja, hab ich gefunden. Nein, geh weg von mir. Nein, das bist du nicht. Hier ist eine Scheuche. Okay. Such mich. Okay. Ich hör dich laufen. Das heißt, du bist vor mir? Nee, warte, hier ist eine Wand. Geh weg. So, warte. Hier. Oh. Hier ist nochmal eine Wand. Okay. Aber jetzt bin ich rausgelaufen. Izzy, wo bist du? Ich sehe dich. Ich hab dich gesehen. Warte, was? Oh mein Gott. Du findest mich aber seit... Das ist doch krass. Weil ich sneake! Ich hab das noch nie gesehen, das ist aber jetzt Labyrinth. Guck mal, ich bin hier so die ganze Zeit. Wo bist du? Ja, im Maislabyrinth. Da. Ach so. Ja, toll. Schummler mag niemand. Jetzt können wir wenigstens die Pferde mit Mais füttern. Okay, ja, das ist eine gute Idee. Nach Max Mais. Die mögen keinen Mais. Er mag keinen Mais. Wenigstens können wir mich mit Mais füttern. Gib mir den Mais! Gib mir das Eis! Mais-Eis, ja. Ich habe eine Pfauenfeder. Ah, schön, damit kannst du die Pferde füttern. Ja, hab ich auch überlegt. Wasser haben, Wasser auch nicht haben mehr. Sie nicht. Wasser sollten wir holen. Willst du kurz Wasser holen? Ja, kann ich machen. Aber warte, haben wir noch. Ich habe nur einen Eimer, reicht das? Nee, hier ist noch ein Eimer, den nehme ich auch noch mit. Weil sonst ist zu wenig Wasser. Aber wo kriegen wir das her? Hier ist schon wieder ein Pferd ausgebrochen. Was ist mit dir los? Da hinten ist doch der Brunnen, oder nicht? Ist der nicht mehr? Aktuell. Hä, wo ist der Brunnen? Ja, wo wir am Anfang, erinnerst du dich nicht, als wir einmal wirklich gearbeitet haben, irgendwann? So. Nee, daran kann ich mich nicht erinnern. Vor so ein paar Monaten? Ja, als wir angekommen sind. Ich habe noch nie gearbeitet, das halte ich jetzt für ein Gerücht. Oder wir arbeiten doch nicht hier auf der Farm. Wir reißen mal Pauli mal seine Federn. Nein! Auf. Ronja. Was? Nein! Ein Hase. Oh nein. Es geht wieder los! Die sammeln sich immer in so Armeen zusammen, müsst ihr wissen, und dann, wenn ein Hase da ist, dann sind 1000 gleich da und dann crasht unser Server permanent. Leider ja. Ja. So, ich hab Wasser. So, das muss reichen, oder? Ich meine, wie durstig sind Pferde wirklich? Ich hab Wasser. Du hast auch noch Wasser? Ja, klar habe ich Wasser. Und ich trinke es jetzt. Okay. Nein, hier. So. Ah, sehr schön. Dann lege ich die Eimer zurück, weil sonst bin ich nächstes Mal wieder... An einem Punkt, stimmt, wo sollte ich denke, machen. Ich habe keine Eimer. Wo sind die Eimer? Ja. Okay. Gibt's auch guck mal, da ist ein Vogel. Wo denn? Ja. Warte, nicht erschrecken. Okay. Hallo, Vogel. Hallo. Weißt du, wenn du dich so ranschleichst, bist du sehr unauffällig. Ha! Kann man den fangen? Oh nein, das fliegt weg. Ja, sag ich ja. Die haben nämlich Angst, wenn man zu nahe geht. Oh, voll schade. Aber wir könnten uns eigentlich mal so einen Vogel halten, oder? Wenn wir oben auf dem Dach wohnen. Du hast doch schon einen Vogel.
Nein, aber vielleicht frisst er die Bienen. Stimmt! Essen Vögel, aber es sind Wespen, oder? Ach so. Ich weiß nicht, gibt es Vögel, die Wespen essen? Vielleicht so aggressivere Vögel. Ja. Ein Strauß zum Beispiel. Ein Strauß. Wo ist der eigentlich hin? Ist der weggefahren mit dem Motorrad und war dann einfach so der... Ja, wahrscheinlich! Tschüss! Macht's gut! Ich weiß es nicht. Oh, das Pferd hat mich endlich lieb. Das Pferd mag dich. Yes! Das hat aber auch echt lange gedauert. Das ist aber okay, ausgebrochen hier. Oder? Was? Und das ist ausgebrochen. Das ist gar nicht in einem Gehege. Ja, das ist eine gute Feststellung. Das ist mir gut kombiniert, aufgefallen. Ja, ja. Ich bin ja hier quasi Besitzer der Farbe. Detektive Ronja und Easy. Das wäre doch mal eine coole Idee, oder? Wir könnten mal Detektive werden. Ja, was halten denn die Zuschauer davon? Für Detektive müssen wir irgendwas aufdecken. Hast du irgendeinen Kriminalfall, den wir, weißt du, aufdecken Ja, müssen? Du hast mir die Kekse geklaut gestern Abend. Ich hab's genau beobachtet. Aufgedeckt. Hier, du kriegst sie wieder. Ist ja gut. Beweisstück A, Beweisstück B, Beweisstück C und ja, D. Ja, nee. Siehst du, ich bin gut Detektivin. Gut Detektivin bist du. Ich bin gut Detektiv. Ja, ansonsten, ich meine, dann sind wir auch schon wieder fertig mit Arbeiten, ne, würde ich sagen. Ich denke auch eigentlich, ja. Ist ja ganz entspannt. Wollen wir, wir können mit den Pferden auch eine Runde reiten gehen, oder? Wenn wir sonst eh nichts zu tun haben. Weißt du was, ich hole kurz den Sattel. Oh ja. Und in der Zwischenzeit, hast du auch einen Sattel? Ja. Vielleicht. Okay, danke. Dann können wir gerne eine Runde reiten gehen. Ich will das Pferd hier. Das sieht aber nicht gut aus. Hä, wieso nicht? Guck's dir mal an. Das macht die ganze Zeit unzufriedene Geräusche. Stimmt. Jetzt mag es mich. Jetzt mag es dich. Ja, wieso bewegt sich das nicht? Weiß ich nicht. Das Pferd will nicht laufen. Wieso läufst du nicht? Jetzt lauf doch! Meinst du, es wird besser, wenn du es anschreist? Hä? Irgendwie geht's dir nicht gut, glaube ich. Was stimmt denn nicht mit dir? Die anderen sind auch alle so, oder? Guck mal, er steht auch nur rum die ganze Zeit. Die gehen voll langsam. Hä, was ist los mit den Pferden? Ich meine, wir können mal einen Tierarzt anrufen, schätze ich. Dann kann er sich das angucken. Okay. Hast du ein Handy dabei? Ich habe ein Handy dabei, ja. Ich gehe kurz telefonieren. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Ronja, was ist denn das hier? Was denn? Hier unten im Wasserdings. Hä? Hier, guck mal. Was ist das? Haben die hier hingekurzt, die Pferde? Oh. Das sieht aus, als hätten die da hingespuckt. Ja. Vielleicht vertragen die das Wasser nicht. Egal, lass uns mal. Hast du einen Tierarzt angerufen? Ich habe einen Tierarzt gerufen, ja. Okay, ja, dann müsste der ja auch bald kommen. Dann haben wir wenigstens. Dann kann er sich das angucken und dann haben wir kein Problem, wenn die Farmleute wiederkommen und sagen: Ja, alle Pferde sind leider krank. Nice. Oh nein. Hä? Oh, guck mal, da ist er. Oh, hallo. Hallo, ich habe sie angerufen. Wie geht's? Unsere Pferde nicht so. Genau, die Pferde sind krank. Das können sie sich ja vielleicht mal angucken. Aber, hallo. Genau. Wir wissen nicht, woran es liegt. Die haben wir gerade gefüttert und sie sind eigentlich sehr zufrieden. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr? Professionelle Analyse des Ganzen. Ich finde auch. Ich meine, was willst du denn sonst sagen? Doch noch ein bisschen Heu rein hier so. Was ist los mit dem? Warum bewegt sich das nicht? Gab es irgendwelche Unterschiede in der Ernährung der Tiere? Nee, eigentlich nicht. Die kriegen immer nur Heu. Also, wir haben vorhin versucht, den Mais zu füttern, aber das wollten sie nicht. Also haben sie das auch eigentlich nicht gegessen. Oder? Du hast denen nicht wirklich Mais gegeben. Nein, ich habe denen kein Mais gegeben. Ja, siehst du. Aber Sven, die dürfen Mais essen. Dürfen die? Okay. Ja, ja. Woher bekommen die Pferde Wasser? Das holen wir von, da können wir sie auch gerade hinführen. Da drüben ist so ein Brunnen von der Farm. Da holen wir immer das Wasser her. Wenn sie möchten, können sie sich das auch mal angucken. Okay. Meinst du echt, das liegt am Wasser? Easy? Weiß ich nicht, warte mal. Ronja, das kriegen wir raus. Willst du wie der Detektiv, wenn ihr sich spielt? Nein, guck mal, aber wenn das Pferd sich jetzt bewegt, weil das hat davon nichts getrunken, dann... Okay. Guck mal, das Pferd ganz normal reitet. Das Pferd ganz normal noch. Das ja, Benzin drin, nicht. Das läuft. Das läuft ganz normal. Das hat nicht von dem Wasser da hinten getrunken. Irgendwas stimmt damit nicht. Ja, vielleicht. Ja, jedenfalls hier ist der Brunnen. Da holen wir unser Wasser her. Das sieht ja auch eigentlich alles noch ganz normal und gut aus. Und ja. Irgendwie mieft das.
Hm? Riech mal dran. Ah, nee, sind nur meine Achseln. Ich glaube, also wenn er... Das ist die Ziege hier, oder? Genau. Bin ich sicher. Was sagt das? Dann nehme ich hiervon mal eine Probe und untersuche die. Ja, machen Sie das. Das ist eine gute Idee. Weil ich glaube, auf Isis Geruchssinn kann man sich nicht verlassen. Guck mal, hier sind ganz viele Flamingo-Figuren. Hier ist eine, da ist eine. Und da auch. Da ist eine, ne? Ha? Hier ist eine. Die da, genau. Oh, die bewegt sich. Du hast den schon... Alter, Izzy, hör mal auf, die ganze Zeit die Frauen zu hauen. Yes! Und denen die Federn auszureißen. Das ist ja Tierquälerei. Kein Wunder, dass die alle Angst vor dir haben. Aber die sind so schön, ich will auch ein Pfau werden. Haben sie denn schon irgendwelche Ergebnisse jetzt bei der Untersuchung? Oh je, oh je, oh je. Das klingt nicht gut. Ich finde, das klingt sehr, sehr gut. Findest du? Das klingt zuversichtlich, was er da sagt. Euer Brunnenwasser ist vergiftet, deswegen werden die Tiere krank, wenn sie davon trinken. Ja, aber, also, Izzy? Ja. Hast du es vergiftet? Ich hab das Wasser nicht vergiftet, nein. Hä, das ist jetzt echt vergiftet? Gut, dass ich gekommen bin, sonst hätte es noch schlimmer enden können. Was meinen Sie denn jetzt noch schlimmer? Also, ich meine, die Tiere sind alle krank und, ne? Izzy tut so, als war sie es nicht. Was? Ich war's auch nicht! Ja. Wir müssen das Wasser schnell einsaugen, Ronja. Was? Nicht, dass die Tiere... Nein, im Ernst! Nicht, dass die Tiere einsaugen? Ja, so, guck mal hier mit dem Schwamm. Okay, ich dachte, du willst es bevor die Tiere noch krank werden. So. Oh ja, das ist eine ganz gute Idee, tatsächlich. was? Um die Tiere zu heilen, muss ich ein Gegengift herstellen. Dafür brauche ich aber spezielle Beeren. Wir haben doch hier Beeren. Vielleicht sind das die richtigen. Hier, Die hier. Blaubeeren, Schwarzbeeren, Grünbeeren. Genau, ich gebe ihnen die mal... Hier, vielleicht Schwarzbären. Ich war auch so, was ist das? Schwarzbären. Brombeeren? Ja. Nein, das sind leider nicht die richtigen. Guckt euch vielleicht nochmal um, ob es woanders noch Sträucher gibt. Weißt du, wo es hier noch Sträucher gibt? Nö. Nee. Nö. Wollen wir mal. Vielleicht draußen oder sowas? Was für Strauch brauchen sie denn? Wir hatten Sträuße. Wir gucken einfach mal, wenn es was gibt, dann bringen wir es an. Und wenn nicht, dann. Okay. Dann sehen wir weiter. Dann trinken die Tiere wohl mehr Wasser. Und dann wird es salzig. Sie hier draußen stehen? Weiß ich nicht. Treten verboten. Wir sollten mal gucken, auf jeden Fall. Gehst du an den Strand gucken und ich gucke hier im Hinterland? Ja, gute Idee. Okay. Okay, hier ist gar nichts. Außer Sand. Und unsere Badematten, immer noch. Komm mal hinter den Lavasee, Ronja. Hinter den Lavasee? Ja. Hast du was gefunden? Mehr oder weniger, ja. Hier sind so eine komischen Sträucher, guck mal. Ich hab schon einen. Aber ich weiß nicht, was sie bringen. Gruselig aus. Sind da Bären dran? Weiß ich nicht. Hast du Knochenmehl dabei? Nee, gerade nicht. Wieso nicht? Ich hab nur noch zwei. Ach, komm schon. Nein, da passiert nichts. Sind das... Kann man die nicht ernten? Weiß es nicht. Kann man die nicht ernten? Was ist, wenn ich da drauf haue? Oh. Ah, du... Doch, ich habe hier was bekommen. Du hast was? Ja, ja. Vielleicht ist es das. Okay, dann bringen wir ihm das mal. Vielleicht ist es ja... damit versuchen? Ja, ja. Mal gucken, ob es klappt. Vielleicht geht's ja. Komm. Betreten, verfremden, verboten! Ich bin nicht fremd! Ich bin doch. So langsam, weil ich keine Orientierungssinn habe. Easy! Raus! Ja. Ey, was... ich geh. Sauerei. So, sehen Sie mal, sind das hier die richtigen Bären? Welche? Achso. Ich habe ihm die mal gegeben. Habt ihr was gefunden? Ja, ja, genau. Die sind. Sehen eher aus wie Blätter, oder? Die sehen komisch aus. Ja, ist ja egal, wie sie aussehen. Hauptsache, sie funktionieren. Ja, ich sag's nur. Ist mir direkt aufgefallen als. Vielleicht hängen die Bären an den Blättern. Ja, das sind die richtigen. Oh, voll gut. Was macht er jetzt? Das wüsste ich auch gern. Vielleicht gart er die Beere. Vermutlich. Und jetzt? Jetzt ist er sie. danke für den Snack. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Oh. Gegengift. Okay. Und das geben wir jetzt einfach den Tieren und dann ist wieder alles gut? Das macht ihr jetzt in die Wassertröge. Alles klar. Das kriegen wir hin. Ist das okay? Ja. Ja, cool. Gut, machen wir. Okay, gut. Dann machen wir das. Dankeschön. Und, ne? Auf Wiedersehen. Hier Ihre Bezahlung. Ruft mich heute Abend nochmal an, falls die Tiere noch Symptome zeigen. Alles klar, das machen wir. Dann, Wiedersehen. Okay, okay, gib her. So, warte, wie kriege ich das da jetzt rein? Warte, soll ich einen Eimer holen und das Wasser erstmal rausmachen?
Ja, das wäre clever, das wäre clever. Warte mal, weil sonst haben die ja weiter das vergiftete Wasser. Das ist ja auch nicht unbedingt im Sinne des Erfinders. Oder zwei sind da noch? Zwei sind da noch. Nein! Oh, was? Ah! Easy! Ah! Sau gut. Was du da gemacht hast. Ja, gut. Ja, ich meine, so haben wir es auch verteilt, ne? Wenn sie es trinken, dann trinken sie garantiert das und nichts anderes. Eigentlich schon. Guck, das Pferd kommt direkt. So, oh, danke schön. Los, geht, trinkt, meine Pferde. Guck, es freut sich richtig. Es ist so, yay. Yeah, hier, habt ihr noch mehr davon? Also, oh Gott, easy, nein. Gang Gift. Oh. Oh, super. Ich gebe dir nie wieder den Eimer. Warum habe ich den... Saudi Tommy Idee. Hey, gut, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Achso, abonniert unsere Kanäle, habe ich vergessen zu sagen, aber tut das trotzdem. Ne? Ciao. Ciao.